Perfekt. Ich habe schon wieder eine Gruppe, wo keiner einen Timer gemacht hat. Oder ich ihn mal wieder nicht gesehen habe, je nachdem. I don't know. Was machen wir mal? Ein bisschen kleineren Pull ist, glaube ich, Bowstring die Woche. Schauen wir mal kurz. Anstacheln, ja. Also normalerweise würde ich die mit reinpullen, aber ich habe keinen Bock, dass der Boss dann übelst hochbolstert. Deswegen machen wir das jetzt mir mal ein bisschen kleiner. Ja, wäre wahrscheinlich easy gegangen, wenn wir mit dem mit reinziehen. Aber gut, der hat halt ein gutes Stück mehr Leben, ne? Wenn der dann hochbolstert bis zum geht nicht mehr, ist halt dann nicht ganz so nice. Würde ich mal behaupten. Jetzt schauen wir, dass wir nicht in die Fläche reinkommen. Es ist halt Boss-Buff, ne? Also theoretisch willst du schon ein bisschen größere Puls machen eigentlich. Na, muss ich mal gucken. Jetzt halt hier eine komplette Random-Gruppe, habe ich mich reingequeued. Mal schauen. Oh, er zieht eine Erdele. But why? Also, okay. Und jetzt rennen die ganze Zeit zum Erdele hin und ich kann nicht vernünftig cleaven. Na gut. Also ich finde prinzipiell so den Erdele, der ist richtig, ne, richtig starker CD auch. Bloß, na gut, ich weiß nicht, ob der auch gut Schaden macht, ne, vielleicht zieht dann deswegen. Es gibt, glaube ich, so ein Legendary, wo du mit dem Ele richtig Damage machst. Vielleicht hat er dann aus Damage-Gründen gezogen. So, die einen will ich jetzt eigentlich zurückziehen, ohne dass wir den einen dicken pullen. Bei den Techniker können wir mit reinziehen. Das ist eigentlich, den großen machen wir dann einzeln. Wenn der hochbaust, dann ist schon ein bisschen eklig. Wir haben eigentlich ganz guten Schaden dabei, oder? Also, sieht okay aus. Bisschen viel Dingsterbumster. Das ist jetzt der erste Key die Woche, den ich mache. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen schauen. Okay, da ziehen wir doch mal eine Wall. Das ist immer so am Anfang, wenn ich dann vergesse quasi zu schauen, was für Affixe sind, dann ist immer ein bisschen blöd. So, den einen wollen wir jetzt am besten nicht adden. Dann spielen wir den einzeln. Jetzt wäre es halt gut, wenn ich ihn pullen könnte. Das ist jetzt blöd. Bitte adde nicht mit. Okay, das war lucky. Also eigentlich will ich den vorher spielen, aber der ist jetzt hintergelaufen. Wenn ich den gepullt hätte, dann wäre das ein bisschen blöd für mich gewesen. Fuck, der eine kommt nicht mit. Nein, der schießt da auf den einen. Ja, der wird adden. Das ist maximal RIP jetzt. Ja, aber das, die andere Alternative, die ich gehabt habe, wäre ewig zu warten. Ich habe auch kein Geso, sehe ich gerade. Aber ich habe jetzt wieder CDs ready. Es hilft nichts. Also das ist jetzt nicht gut gelaufen. Ich kann hier einmal rein das Rundchen für diese kleine. Die Teile machen sie auf jeden Fall weg, da kannst du nichts sagen. Aber der eine wird jetzt übelst hochbolstern. Wahrscheinlich wäre es sogar sinniger gewesen, ich hätte Pulse einfach zusammen. Wisst ihr, was ich meine? Haben wir was für die Fledermaus? Schauen wir mal, wie hart die Bosse dann skaliert sind, ne? Jetzt haben wir hier schon relativ lang gebraucht, tatsächlich. Wollte ich die Fledermaus? Komm, ich mach's mal. Das rentieren wir den mal weg. Sogar auch noch ein Frog drauf. Nein, hat er jetzt mit 4k sein Blutzug durchgezogen. Ernsthaft? Ich hätte einfach in der Void stehen bleiben sollen und noch die 4k damagen. Das war maximal bescheiden. Also die können wir noch mitnehmen. Normalerweise würde ich die dann da reinziehen, aber, ne? Mit den Bolster-Viechern. Gut, mittlerweile ist Bowstern jetzt auch nicht mehr so krass, wenn wir ehrlich sind, ne? Das geht ja wieder runter, nicht so wie es früher war, wo du dann irgendwie, wenn du einen Mob hochgebowstert hast, dann war es das quasi, könntest dich ablegen. Ich kann mich da an so manche Mobs erinnern, in zum Beispiel Hallen irgendwie mit 10 Stacks oder so ein Hund, der so riesig war.
Ach ja, das war nach Zeiten. Schau mal, ob ich es schaffe, nebenbei meine Flasche aufzumachen, ohne dass ich rip. So, jetzt gucken wir mal wegen dem Boss, was der reinhaut. Ja, ich fress schon ganz gut. Haben wir kein... Achso, nee, man sieht erst HT, wenn der Kollege absteigt, ne? Super, die haben uns da schon zugevoidet. Da, wo ich hinlaufen wollte, komm, jetzt zieh ich ihn mal ein bisschen zügiger. Okay. Wir wollen erst den Hund töten, aber ich cleave jetzt hier noch ein bisschen. Versuche die mal ein bisschen zusammenzulassen. Aber macht seinen Schrei. Jetzt dürfen wir nicht mehr draufhauen. Hier hätte ich jetzt gern meinen Cooldown noch ready. Dahinter dürfen wir leider nicht. Weil sonst adden wir. Okay, warte mal. Ich ziehe jetzt hier. Ah, CD-Management war jetzt ein bisschen blöd, weil es jetzt erst ready geworden ist. Ah, das ist jetzt eigentlich nicht gut. Quasi mein Cleave-CD genau dann ready, wo der Hund stirbt, ne? Jetzt habe ich hier gegen Single-Target. Das bringt natürlich nicht sonderlich viel. Vor allem, ich hätte es wahrscheinlich nachher zum Zusammenziehen noch gebraucht. Dieses Schild habe ich immer noch nicht so hundertprozentig gecheckt, sage ich euch ganz ehrlich. Also man darf nicht draufhauen, aber wann das dann runtergeht, ne? Manchmal ist es instant runter, wahrscheinlich weil irgendwer anders das dann verkackt hat und draufgehauen hat. Und manchmal ist es irgendwie 5-6 Sekunden drauf und man kann den dann nicht hitten oder sollte ihn halt nicht hitten, ne? Dann wird man ja sonst so ein bisschen CC'd und das Schild dann hittet. Weiß halt nicht, ob wir... Okay, jetzt dürfen wir wieder nicht hitten. Der ist so dumm, wenn er im Feuer stehen bleibt. Also ich versuche jetzt da hinten mal alles ranzupullen. Eigentlich hätte ich mich vorher voll heilen sollen. Nein, hat er den jetzt benutzt? Haben wir noch einen? Ich habe extra geschrieben, dass die warten sollen. Boy. Die werden nicht alle down gehen da. Das ist... Wie kann man... Die werden nicht alle down gehen. Na gut. Es sind nur ein paar Mobs. Ich glaube, mit jedem kann man 15 Stück killen oder so. Die haben halt den einen hier gewastet. Jetzt haben wir halt nicht alle Mobs und müssen vor allem auch noch ein paar töten. Weil er den einen einfach abgefeuert hat. Ich habe extra gesagt, bitte die Sterne erst abfeuern, wenn ich's call. Ich laufe hinter,
Ich sehe einen Stern rollen, denk mir so, okay, perfekt. Aber das hat jetzt gepasst. Viel ist da jetzt nicht übergeblieben. Die habe ich alle erwischt, die habe alle... Ja, okay, es war okay. Also, ne? Es war jetzt nicht so geplant, aber es war okay. Können wir laufen? Ne. Zurück. Das ist jedes Mal hier das Gleiche. Du läufst gerade rein. Warten wir nochmal einen Beschuss ab und dann laufen wir. Nach dem können wir loslaufen. ich glaube, den wollen wir nicht reinpullen, weil der boostet sonst hoch, ne? Den großen. Normalerweise pulle ich den großen hier rein. Aber... Ach nein, Junge, den hat jemand anderer jetzt reingepullt. Ich weiß halt nicht. Warum müssen immer Leute Scheiß pullen? Jetzt wird der halt hochboostern bis zur Unendlichkeit noch viel weiter. Also ich glaube, das geht halt nicht mal schneller, den jetzt damit zu töten. Weil der halt so einen Haufen Stacks kriegt. So ein Gesu wäre halt echt fein gewesen, ne? Aber die haben am Anfang einfach reingestartet. Bevor ich quasi auch meine CDs und irgendwas ziehen konnte. Ich weiß gar nicht, ob ein Gesu stand. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht geguckt. Vielleicht stand ein Gesu und ich bin einfach nur ein Gimp und habe keinen genommen, ne? Jetzt müssen wir gleich wieder gucken, wo der Einschlag ist, wenn wir loslaufen. Okay, rein da. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich hier meine CDs ziehe. Oder ob ich sie spare. Für den Bosskampf. Ich hätte jetzt wieder Inka ready. Komm, ich spare sie für den Bosskampf. Tun wir das mal abschießen. Das sind halt in den ganzen Flammen jetzt hier drin. Das ist so ätzend. Problem ist, ich will den einen Dude auch nicht immer quasi in die Milis drehen, dass sie sich halten. Deswegen war ich jetzt kurz in der Flamme gestanden. Links neben mir direkt der Mili stand. Naja. Weil dann halt er sich halt einen Haufen hoch, ne? Eine Stunde haben wir noch. Wird wahrscheinlich eng werden. Ich wollte eigentlich meine Pots benutzen. Habe ich schon mal gesagt, dass ich den Boss hier nicht mag? Macht er seinen Shit. Jetzt hat er seine Orb drauf. Eigentlich dürfen wir da jetzt nicht durchholzen, sonst heilt er sich. Fuck, wir haben lauter Dinger hier liegen. Ich zieh ihn raus da. Keine Ahnung. Oder auch nicht, weil der nicht mitkommen will. Naja, der DH ist halt in die Falle reingechargelt.
Der macht wieder seinen Flammenscheiß, Flammenhieb. Der Boss ist eigentlich nicht schwer, aber er ist halt saunervig mit seinen 10 Millionen Fallen. Ah, den krieg ich halt da nicht weggezogen, ne? Da müsste ich wahrscheinlich ins Nirvana laufen. Ich weiß gar nicht, ob der DH, ob das normales Movement war oder ob das einfach seine Hin- und Her-Springfähigkeit war. Da ist er, glaube ich, in die Falle reingekommen mit... Okay, jetzt macht das Ding wieder. Also ich könnte den da rausziehen, dann müsste ich aber ganz dahinter laufen. Und da müssten wir alle, glaube ich, dahinter laufen. Das habe ich bei einem Try mal gemacht. Da muss aber halt die ganze Gruppe, glaube ich, mitziehen. Weil der halt so ein bisschen random Aggro hat. Macht er wieder seine komischen Flammenhiebe? Okay. Ich muss gerade mal gucken, was haben wir dann eigentlich zum C10 von dem Vogel gleich? Beine sind halt immer noch da, ne? Müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, der DH läuft durch, wird aber nicht getroffen. Also wir müssen uns jetzt halt eigentlich ein bisschen schicken, aber ich kann jetzt nicht viel zusammenpullen, weil wenn das hier Bolster, dann ist halt ziemlich RIP. Hier ist nämlich der schwere Trash. Tatsächlich. Ich könnte dem den Rage-Effekt runternehmen, ne? Das ist halt immer die Frage, ne? Schaffst du es, einen Haufen zusammenzupullen und es läuft dann mit dem Bolstern? Oder spielst du es halt lieber sicher? Wenn ich jetzt nicht im Voice mit den Leuten bin, das bisschen random spiele, wie hier gerade, dann schaue ich halt, dass ich auf Nummer sicher mache. Ich hoffe, das geht halt von der Zeit auf, ne? Dass das keine Fehlentscheidung ist. Ich muss mal gucken, ob wir alle Mobs erwischt haben. Wir haben, glaube ich, nur einen Techniker gemacht. Ich glaube, ein Sidepack müssen wir, glaube ich, sogar spielen. Da wird dann kein Weg vorbeiführen. Na, dann nehmen wir den mal, das Ding. Hä, warte mal, warum boostet denn der nicht, der Große? What the? Hä, das macht gerade keinen Sinn. Es sind drei Mobs drumherum gestorben und er ist nicht geboostet? Hä? How? Also das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Der hier, also die Mobs, die hauen so einen Schaden raus. Du kannst die aber auch nicht interrupten oder irgendwas. Haben wir die stunnen? Ne, die sind auch stun-immun. Mit ihm hier. Okay. Der haut da so einen Schaden drauf. Und ich habe auf den anderen GDPS da kurzzeitig die Aggro verloren. Reingetauntet. Wird jetzt eine harte Gruppe, weil ich leider nichts ready habe für die. Aber wir brauchen dann, glaube ich, noch Prozente. Das wird sonst nicht reichen. Wollen wir mal? Ich habe halt immer noch kein Gesu. Ich hätte vielleicht mal dem einen schreiben sollen, gib mir mal einen Gesu, Kollege. Ne, die drei reichen nicht, ne? Da müssen wir noch ein Pack spielen. Jetzt wird er ein bisschen sauer. Heilung. Was bringen denn die? 2, 2. Also sie bringen knappe 5%. Wir hätten noch einen kleinen am Start spielen müssen, ne? Absolut nichts mehr. Wirklich alles auf Cooldown, was man auf Cooldown haben kann. Bugs kriege ich gleich wieder. Eine kleine Heilung.
Der Boss schon angreifbar? Ja. 225, ne? Nee, das reicht nicht. Oder? Doch, das könnte reichen. Die beide 225? Nice, das hat ziemlich gut gereicht. Ich hoffe, die CC in den Vogel. Aber die, also das dürften die ja wissen, ne? Ist 20er Key. Ich habe nochmal geschrieben, dass das Big Ed dann CC'd werden muss. Also was haben wir? Wir haben, ich glaube, wir können es frocken. Wir können es cagen. Wir können es vieren. Gut, der Worry, der hat nix und ich habe auch nix. Also ich kann höchstens... Was kann ich machen? Naja, ich kann es nur interrupten. Ich sollte da nicht rangehen. Nicht, dass ich versehentlich dort drauf haue. Also es muss CC'd werden. Wenn es keiner CC'd, haben wir ein Problem. Okay, der DH hat CC, passt und es ist auch gefrockt. Ich habe nochmal geschrieben, CC, CC. Wenn das rauskommt, dann ist over. It's over. Dann haben wir noch 8 Minuten. Ich spare mir jetzt meine Bugskin für die nächsten Wölfe auf. Scheiß drauf, ich zieh's jetzt einfach. Ich habe noch eine Wall, falls es ist. Der Endboss, der wird mich halt so trainen. Die denken an quasi Re-CC. Spiel gern mit dem Shami-Heiler, muss ich euch echt sagen. Will jetzt die Wall nicht mehr raushauen. Ist einfach den Worry weggehauen haben. Schreibt Beta Company. Ja gut, der Boss war schon tot. Die Viecher sind nicht despawned, haben ihn einfach weggeratzt. Ich habe hier meine Cooldowns noch nicht ready. Das wird jetzt ein bisschen heikel am Anfang. Der haut halt richtig raus, hart hat der Boss. Komm zurück. Fuck, ich hätte am liebsten jetzt meine Inka am Anfang. Alter, der traint mich so runter. Muss jetzt halt meine... der ersten Phase... Muss noch meine Wall ziehen. Alter, ich habe nichts mehr gehabt. Das müsste der schwerste Teil, also der Wirbelhanswurst, der haut halt so ein Damage raus. Ich habe am Anfang alle meine Cooldowns ziehen müssen. Fuck, wir kriegen die Explo nicht mehr. Ich laufe jetzt halt mal nicht vor,
dass ich quasi, wenn die Dinger hochgehen, weil die haben wir nicht mehr gekriegt, dass ich den Schaden nicht krieg, ne? Aber es war eine dumme Idee. Weil ich glaube, du kriegst sie auch hinten. Das messt mich so runter, der Kollege hier. Aber jetzt ist es eigentlich nur noch er, ne? Kann ich mein Portal schon wieder benutzen? Ja. Komm, ich heile mich mal manuell noch ein bisschen hoch. Das war jetzt gerade immer so am Limit, dass ich nicht gestorben bin, ne? Mit meinen Cooldowns. Wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass ich es am Anfang nicht ready hatte, dass ich es ziehen konnte dann in der zweiten Phase. Oh, jetzt habe ich eigentlich wieder soweit. Ich habe nochmal eine Wall ready. Wir können sie mal random reinschmeißen. Wir brauchen sie gleich nicht mehr. Easy. Da habe ich auch mal ein 20er Achievement. Ja, nice. Ab und an läuft es random richtig gut. Wobei, die sind wahrscheinlich pre-made, ne? Das waren drei von Terrence Mill. Schönes Ding. Schönes Ding. Und was kriege ich? Was ist denn das? Ein Trinket mit Versa und einem Versa-Proc. Der eine schreibt GG's, Boys. Ja, das war ein guter Run. Jo, war eine schicke Sache. Habe ich auf jeden Fall schon mal eine Heldentat mehr. Schön 20er. Nice. Habe ich jetzt auch den Port hierher. Jetzt gucken wir mal, ist der auch da drin? Warte mal, wo ist denn das? Da ist... Na gut, ich hab den Port schon, ne? Na gut, ich kann mich ja hier schon hinporten. Ich dachte, jetzt kriege ich bei Shadowlands einen neuen Port, aber nein, der bleibt da. Das ist ja sad. Und wo kommen dann die Dingports hin? Für Kara? Gibt's dann einen Legion-Reiter? Ja, muss ich mal Kara machen, mal gucken, wo das dann ist. Gut, das war's für den kleinen Run. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Ciao.